Hallo und herzlich willkommen in meinem Deko-Ideenreich. Wie ihr seht, gibt es heute ein Outdoor-Projekt. Ich stehe bei schönstem Sommerwetter hier in meinem Garten unterm Sonnenschirm. Und mit diesem Video heute erfülle ich einen Zuschauerwunsch. Denn die liebe Heike hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht mal eine Bauanleitung für eine Rankpyramide oder einen Rankobelisk aus Holz zeigen könnte. Und ich fand die Idee ja richtig klasse, denn ich selber brauche auch zwei neue Ranggerüste für meine beiden Kletterrosen an der Terrasse. Und da habe ich mich dann gleich auf die Suche gemacht nach einem Obelisk, der mir gefällt und nach einer Anleitung, die machbar ist. Ich habe dann auch was gefunden, allerdings mit amerikanischen Maßeinheiten. Und da musste ich jetzt ein bisschen tüfteln, umrechnen und ausprobieren, damit es dann passt. Aber ich habe jetzt schon mal einen Prototypen erstellt und ich finde, das Ergebnis ist richtig super geworden. Und ich baue mir jetzt noch eine zweite Rankpyramide und wie ich das mache, zeige ich euch jetzt in diesem Video Schritt für Schritt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen und wir starten jetzt mal mit den Materialien. Ich zeige euch, was ihr alles braucht. Ihr braucht 7 Vierkanthölzer mit der Seitenlänge von 44 auf 44 mm, 2,50 m lang, dann zwei Latten. Die sind 18 mm dick und 40 mm breit, auch in der Länge von 2,50 m. Dann braucht ihr ein Brett, aus dem ihr später ein 14 auf 14 cm großes Stück sägen könnt. Das muss jetzt nicht so dick sein wie meine Bohle hier. Die hatte ich jetzt einfach von einem Weihnachts-DIY noch übrig. Ihr könnt auch ein dünneres Brett verwenden oder zwei dünne aufeinander schrauben. Und dann als krönenden Abschluss habe ich hier noch so eine Abdeckkappe von einer Vorhangstange. Die habe ich mal auf dem Flohmarkt gefunden. Ihr könnt auch so eine Abdeckhaube mit Kugel für Zaunpfosten verwenden. Die gibt es in jedem Baumarkt. Oder vielleicht findet ihr noch was ganz anderes. Lasst da mal eurer Fantasie einfach freien Lauf. Dann braucht ihr eine Kapp- und Gärungssäge, einen Bleistift, einen Winkel, Maßstab, Holzleim, Schrauben, einmal 8 cm lang und 5 cm lang, einen passenden Bit, einen Akkuschrauber mit einem Bohraufsatz, der ein bisschen dünner sein sollte als die Schrauben und Schleifpapier. Das Holz braucht abschließend unbedingt noch einen Wetterschutz. Ob ihr das jetzt lasiert, lackiert oder ölt, das ist euch überlassen. Wichtig ist, dass dieses Material oder diese Beschichtung für draußen geeignet, also witterungsbeständig ist. Ich werde einen ganz einfachen Outdoor-Lack verwenden in Weiß. Zuerst säge ich mir jetzt alle Holzteile zurecht und dabei starte ich jetzt mit diesen Vierkanthölzern, also mit diesen vertikalen Elementen oder mit den Beinen. Und diese werde ich jetzt auf eine Länge von 2,20 m kürzen, das heißt, ich säge 30 cm ab. Und denkt dran, dass dort, wo das Sägeblatt läuft, immer Material verloren geht. Das heißt, ihr müsst immer außerhalb eurer Markierung sägen. Und damit alle Vierkanthölzer jetzt wirklich gleich lang werden, nehme ich das erste zugesägte Teil als Maßstab für alle weiteren her. Jetzt folgt ein Arbeitsschritt, der dafür sorgt, dass eure Rangpyramide später plan auf dem Boden aufsteht und oben einen schönen waagrechten Abschluss bekommt. An einer Kapp- und Gärungssäge kann man ja einmal das Sägeblatt neigen und dann auch noch im Winkel verstellen. Und genau diese beiden Parameter müsst ihr jetzt jeweils auf 7 Grad stellen. Und genau mit dieser Einstellung setzt ihr zuerst auf der einen Seite eurer Vierkanthölzer einen Sägeschnitt. Und da das Sägeblatt ja jetzt schräg verläuft, müsst ihr einfach nur darauf achten, dass das Sägeblatt hier unten diese Ecke trifft. Dann schiebt ihr das Vierkantholz auf der Säge komplett durch und setzt genau denselben Sägeschnitt noch am anderen Ende. Und beim Sägen achte ich darauf, dass das Sägeblatt die hintere obere Ecke trifft. Als nächstes säge ich mir jetzt die Teile für meine 4 horizontalen Rahmen zurecht. Die Vorgehensweise ist jedes Mal dieselbe, nur die Kantenlängen unterscheiden sich. Ich brauche für jeden Rahmen 4 gleiche Teile und dabei starte ich jetzt mit dem kleinsten Rahmen. Dafür verwende ich diese 30 cm Abschnitte vom Anfang und da säge ich jetzt bei jedem Teil auf einer Seite
zuerst mal einen 45 Grad Winkel. Natürlich muss ich jetzt meine Säge wieder umstellen, die Sägeblattneigung zurück auf 0 und den Gärungswinkel auf 45 Grad. Dieses Holzteil drehe ich jetzt um 180 Grad und dann messe ich an der unteren Kante entlang 25 cm ab. Und jetzt wird auf dieser anderen Seite auch ein 45 Grad Sägeschnitt gesetzt, aber gegengleich. Für die restlichen drei Teile dient mir jetzt das erste Teil als Schablone. So, eine kleine Erfrischung zwischendurch muss mal sein, bevor ich jetzt noch die restlichen Teile zurechtsäge. Für den zweiten Rahmen werde ich mir jetzt auch wieder vier Teile zurechtsägen mit der Kantenlänge von 37 cm. Für den dritten Rahmen vier Teile mit der Kantenlänge von 50 cm und der vierte Rahmen hat eine Kantenlänge von 63 cm. Die beiden Holzlatten für die vertikale Verzierung säge ich mir jetzt jeweils in der Mitte durch. Ich möchte, dass meine Zierlatten jetzt noch ein bisschen Pfiff bekommen und deshalb bekommen die hier oben eine Spitze. Dafür markiere ich mir jetzt die Mitte und dann säge ich links und rechts jeweils eine Ecke im 45 Grad Winkel ab. Und dann säge ich mir noch aus meinem dicken Holzbrett ein Stück zu mit den Seitenmaßen von 14 auf 14 cm. Die Zusägearbeiten sind geschafft und damit sich alles nachher richtig schön zusammenfügen lässt, glätte ich jetzt noch mit meinem Schleifpapier die Kanten. Die Rahmen werden ja nachher zusammengeschraubt und damit das einfacher geht, leime ich sie jetzt schon mal mit Holzleim zusammen. So bekommen sie einfach eine gewisse Grundstabilität. Mit meinem Winkelmesser richte ich alles rechtwinklig aus, drücke das Holz fest zusammen und dann lasse ich den Holzleim aushärten. Der Holzleim ist jetzt getrocknet und für die endgültige Stabilität drehe ich jetzt an jeder Ecke eine dieser 5 cm langen Schrauben ein. Und da ein Tipp zu den Schrauben, gebt lieber ein bisschen mehr Geld für gute Schrauben aus. Denn die drehen sich echt rein wie Butter. Bei Billigschrauben müsst ihr oft vorbohren, damit das Holz nicht reißt. Am liebsten würde ich ja jetzt meine Pyramide gleich zusammenbauen, aber dann kann man sie nicht mehr ordentlich streichen. Und deshalb streiche ich jetzt die Einzelteile zweimal mit meinem Lack durch. Dafür verwende ich einen strapazierfähigen Acryllack, der für außen geeignet ist. Dann lasse ich die Farbe oder den Lack über Nacht gut trocknen. Und morgen zeige ich euch dann, wie ich dieses Ranggerüst zusammenbaue. Die Farbe ist jetzt gut getrocknet und jetzt kann ich alles zusammenbauen. Und ich starte damit, dass ich die vier Beine hier an dieses Abdeckbrett schraube. Und damit es nachher relativ einfach und schnell vonstatten geht, denn da muss ich auf eine Leiter steigen, zeichne ich mir jetzt auf der Ober- und auf der Unterseite ein paar Hilfslinien auf. Zuerst zeichne ich jetzt ein Kreuz auf, was exakt durch die Mitte geht. Und parallel zu dieser waagrechten und senkrechten Linie zeichne ich mir jetzt nochmal vier Linien auf, jeweils im Abstand von 4,4 cm. Und genau dasselbe mache ich jetzt auch noch auf der anderen Seite. Und auf der Oberseite zeichne ich mir jetzt noch zwei Diagonalen ein. Und jetzt markiere ich mir auf den Diagonalen vier Punkte, jeweils 2 cm von der äußeren Ecke nach innen. Und an diesen Punkten werde ich jetzt gleich Löcher vorbohren. Und zum Bohren habe ich mir einen Bohrer eingespannt, der ein bisschen dünner ist als meine Schrauben. Und ihr müsst auch nicht ganz durchbohren, es genügt, wenn man das Bohrloch erkennt. Der nächste Schritt ist optional. Es hängt einfach davon ab, was ihr auf eure Spitze macht. Ich habe ja dieses Endstück von der Vorhangstange und das hat hier unten ein Loch. Dafür habe ich mir jetzt schon mal einen Holzdübel zurechtgesägt, der da exakt reinpasst. Und genau in diesem Durchmesser werde ich jetzt mit meinem Fräsbohrer hier in der Mitte ein Loch bohren.
Bevor ich jetzt auf die Leiter steige, zeige ich euch hier unten noch, was ihr beim Anbringen dieser Beine an diesem Abdeckbrett beachten müsst. Das ist gar nicht viel, denn durch diesen 7 Grad Sägeschnitt ergibt sich das fast von alleine. Und es ist auch ganz egal, ob ihr vom Vierkantholz die obere oder die untere Seite verwendet, beide Seiten passen. Ihr habt an jeder Seite des Vierkantholz jetzt eine Ecke, die besonders lang ist. Und diese Ecke lasst ihr jetzt beim Einpassen in diese Quadranten einfach zur Mitte zeigen. Und dann wird das Bein von oben mit einer Schraube fixiert. Für den Zusammenbau verwende ich die 8 cm langen Schrauben. Davon drehe ich mir jetzt 4 Stück hier oben schon mal ein Stück ein. Dann habe ich es nachher auf der Leiter einfacher. Und zum Anschrauben der Beine sucht euch unbedingt eine zweite Person, die euch das Holz festhält, während ihr schraubt. Und dann geht es echt ratzfatz. Ich habe es am Anfang alleine versucht und es war ziemlich kompliziert und das Ergebnis auch nicht so optimal. Als nächstes werden jetzt die Rahmen befestigt. Ich beginne mit dem untersten, mit dem größten Rahmen. Aber zuerst markiere ich mir die Höhe der einzelnen Rahmen, indem ich mir vom Boden ab an jedem Bein eine Markierung an der äußersten Kante setze, für den untersten Rahmen auf der Höhe von 42 cm, für den zweiten Rahmen auf der Höhe von 93 cm, für den dritten Rahmen 1,45 m und für den obersten Rahmen setze ich mir eine Markierung auf der Höhe von 1,93 m. Und genau an diesen Markierungen lege ich dann immer die obere Kante des Rahmens an und schraube diesen mit 4 Schrauben an den 4 Beinen fest. Ich musste gerade eine Pause einlegen, denn wir hatten hier ein richtig kräftiges Gewitter. Aber jetzt scheint die Sonne wieder und es kann weitergehen. Es fehlt ja auch nicht mehr viel, also auf zum Endspurt. Die Rahmen habe ich inzwischen alle festgeschraubt. Und um diese Kugel auf der Spitze anbringen zu können, habe ich mir aus dem kleinen Rundholz einen Holzdübel gesägt. Denn meine Kugel hat hier unten ein Loch. Diesen Dübel werde ich jetzt gleich hier unten einleimen und dann kann ich sie einfach oben drauf stecken. Um meine vertikalen Zierleisten jetzt noch anbringen zu können, habe ich mir an den untersten 3 Rahmen die Mitte ausgemessen und jetzt setze ich immer 2 cm rechts davon und links eine Markierung. Und genau da hinein positioniere ich jetzt meine Leiste und dann schraube ich sie an den Rahmen mit einer 5 cm langen Schraube fest. Auf welcher Höhe ihr die Leiste anbringt, das ist euch überlassen. Ich werde meine so anbringen, dass die untere Kante mit dem untersten Rahmen abschließt. Um diese Rangpyramide dann im Boden zu verankern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt einmal in jedes Bein so eine 30 cm lange Schraube eindrehen, so einen Metallschuh verwenden oder hier so eine lange Bodenhülse. Die Rangpyramiden haben jetzt natürlich die stattliche Größe von 2,20 m bekommen, aber für meine Kletterrosen brauche ich das. Wenn ihr das Ganze kleiner haben wollt, ist es überhaupt kein Problem, dann lasst doch einfach den unteren Rahmen weg und macht die Beine 45 cm kürzer. Ich würde mich jetzt riesig freuen, wenn ihr Lust bekommen habt, auch mal ein größeres handwerkliches Projekt anzupacken. Und über das ein oder andere Bild von euren fertigen Rangpyramiden würde ich mich natürlich riesig freuen. Das könnt ihr mir einmal über Instagram zuschicken, dort unter dem Hashtag Dekoideenreich oder markiert mich auf dem Bild oder über Facebook. Ich mache jetzt zuerst mal eine Pause, denn nach dem Gewitter ist es doch ganz schön schwül geworden. Aber ich freue mich schon aufs nächste Mal und sage für heute Ciao. Habt ihr Lust bekommen auf noch mehr DIY-Ideen von mir, dann könnt ihr hier links klicken. Hier unten könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Und auf meinem Blog findet ihr auch immer ein paar schöne Fotos zum aktuellen Beitrag und ein bisschen Text. Oder besucht mich doch mal auf Facebook, Pinterest oder Instagram.